Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge habe ich vergessen, was wir gemacht haben, aber ist auch egal, guckt euch die letzte Folge an, da wisst ihr halt wieder. So, jedenfalls, ich habe mir vorgenommen, in dieser Folge, ich glaube, wir haben Elite Monster geplättet, ne, egal. Ich habe jetzt mir vorgenommen, in dieser Folge ein paar Charakterquests zu machen, und zwar Marksburg, Lerand und wo noch? Schweigelf, Marksburg, was? Hä? Achso, die eine Brücke ist halt, ja. Okay. Ja, aufs Grün habe ich natürlich wieder Titel so vorbereitet zum Leveln und so weiter alles. Ein Level haben wir, glaube ich, dazu bekommen oder zwei, weiß ich jetzt nicht. Und ja, bevor wir jetzt zu irgendeiner Charakterquest gehen, von wen auch immer, tue ich hier mal ein paar Sachen abgeben, weil wir sind aber kurz davor, Geld zu spenden. Deswegen. Die kann ich. Ach, da kann ich auch schon nehmen. Bronze Marke. Stimmt, ich habe schon eine drüber. Dann geben wir die mal ab. Wenn wir Zöpfe kriegen können. Dann. Irgendwas hatte ich noch hier. Früchte Yakisoba. Dann kriegen wir versiegelte Welt. Was auch immer das bedeutet. Und ja. Die konnte man in Dingens, in Lerand kaufen. Anscheinend. Oh, das ist eine Waffe, okay. Ja, Bronze Siegel, ein versiegeltes Phantasia kriegen wir da und das müssen wir nur ein Erdumhang abgeben, den wir speziell erstellen können. Und das ist auch eine Waffe, okay. Ich würde sagen, den Dinger tun wir auch schon mal annehmen. Da muss man nur ein oder zwei Monster erledigen, das ist ja kein Problem. War noch so eins, hier. Dafür kriegen wir Mega Blitzschlag, was nach einem Dings klingt. Die piepst mich irgendwie nicht an. Ich kann sie auch nicht zurück anpiepen, was? Mein Gott. Okay, hier, er nimmt das Geld und lass mich wieder in Ruhe. Bams. Yay. Ja, super, 490 Millionen. 19 Millionen. So, und wir kriegen wieder was. Sehr schön. Unsere nächste Zahlung wieder 150. Ich habe übrigens den Rucksack von Elmer angezogen. Bei allen anderen Charakteren habe ich irgendwas gemacht. So, Katzenkurier sollten wir auch machen. So, dann können wir mal wieder ein paar Leute schicken, die uns was bringen. Und zwar hier schicken wir den ersten hin. Und wir nehmen. Weiß ich nicht. Reicht schon. 59 Katzen, oh mein Gott. So, dann, was wollte ich noch machen? Wenn wir Zeit haben, jetzt gehen wir erstmal nach Marksburg. Wir machen die Quest, ich sollte mir vielleicht mal meine Gegenstände angucken, die ich gerade bekommen habe. Versiegeltes Phantasia, diese Handschuhe bergen das Versprechen auf einen neuen Anfang. Ihre Wahlkraft wird hier auch versiegelt. Versiegelte Welt, dieser Stab wird auch Rette von Yggdrasil genannt. Seine Wahlkraft bleibt hier doch versiegelt, okay. Töpfe, jawohl. Weiß ich nicht. Das Team werden wir ja hoffentlich noch umstellen können. Wer wartet denn hier? Wo wartet denn wer? Nirgendwo hier anscheinend. Okay, schauen wir uns mal um. Ich habe natürlich keine Ahnung, wer jetzt hier auf mich wartet mit irgendeiner Charaktermission, aber wir machen halt einfach. Ich meine, warum nicht? Und jetzt aber in Olympios. Und da wartet jemand. Und es ist Elise, jawohl. Gut. Hier habe ich die Dinge jetzt gegeben, diese roten Wangen und diesen Lendenschutz, was irgendwie bei ihren Cape ist. So, Elise Geschichte. Zwei oder drei schon? Zwei, okay. Das große Hasenpuppenrennen. Ich dachte, weil sie hier hätten wir schon drei. Ja, bitte. Jude, why? Apparently, they're handing out samples of Rollo's beloved kitty crisps in front of the station. There's a limited supply, so he suggests you don't dawdle. I'll be right over. They're having a speed quest competition today. Have you heard of it? Ah, an event in which players race to complete a designated job first? I believe it's a common competition here in Marksburg. People even wager on the results, or so I have heard. Prizes are boss! I hear today's winner will get a Bunnykins. Oh my,
That trendy toy is sure to bring out stiff competition. But from what I gather, Rize Maxians can't compete unless they have at least one Olympian on their team. Okay. Yeah, they're afraid Rize Maxians will use spirit arts to cheat if they're not supervised. Alles klar. Keine Sorge, ich werde mitkommen. Was sieht ihr mich denn alle so an? Na klar, für dies mache ich da sowas. Hey, auf und runter. Thank you. Oh, it is on. Then speed is what we need. Let us make haste to the reception area. Yes, let's. Alles klar. Klingt irgendwie nicht nach Kampf oder so, das ist gut. Luger, there's something I want you to have. Here, it's from me. It's my way of saying thank you. That's not all she's saying. Tipo, shut up! I told you it's not like that. Girls can be so complicated. Oh, voll süß, Mann. Ah, ich krieg ja gleich einen Herzinfarkt. Okay, Hammerhart. Ach ja, stimmt. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, mit ihr haben wir als erstes schon 5 Herzen. Ja, okay, passt. Bei allen anderen sind wir fast so kurz davor, welche zu bekommen. Ich bin immer sehr beschäftigt in den Offscreen-Training-Session, deswegen ja. Hammerhart. Was kriege ich dafür? Ein Buch mit dem Ludgration zum Kriegsrat Poff Hammer erhält, was? Oh, dieser Konter oder was? Na, ja, ich habe gar nichts frei. Was? Ich muss doch was dazu bekommen haben durch die Technik. Oder ist das eine Art? Ist das eine Art? Wo kann ich denn jetzt Dingens hier gucken? Ah, sind schon von allen, okay. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo. Poffhammer? Ja. Wo ist das? Hier irgendwie nicht. Das ist ein Kriegsrat Poffhammer. Steht doch da schon. Wo denn? Sie hat irgendwie nicht. Hier, hab Poffhammer, mein Gott. Der Bürger aus der Krise, das du von Elise gelernt hast und bei dem du auf den Boden schlägst und Hämmer wirfst, die Gegner betäuben. Oh, keine Zusatzeffekte. Egal. So, wo muss ich denn jetzt hin? Rede mit den Empfangsmitarbeitern, eine Brücke. Okay. Kein Ding. Flash offen hat ja in dem Part hier locker. Klingt nicht so lang. Bei Elise, die Nebenmissionen sind irgendwie nicht so lang. Okay. Ich will ein Näselchen. Then consider yourself registered. Godspeed. All you gotta do is clear the job selected by the agent, grab your prize ticket and bring it back to me. The first one to bring me that ticket wins the grand prize. This year's hottest toy, a premium limited edition Bunnykins. Miss Elise? Sorry, I was just lost in thought. This is our big chance. We have to win this for Elle. Don't carry it all on your shoulders. You have our full support, you know. Yes. Games of chance like this seem to be something of a national pastime here in Olympias. Okay, again. Feeling the culture shock. Führe den Auftrag zu Ende und hole den Gutschein. Okay. Der erste Rase, der mit dem Gutschein bringt, gewinnt. So läuft das bei den Turbo Quest, Baby. Ja, welchen Agenten denn? Ist gut, welchen Agenten denn? Muss ich hier vielleicht irgendwas erledigen? Turbo Quest, ach so. Roselle Höhenstraße, okay. Ist doch Gegner kaputt knüppeln. Okay, ich mache ja schon. Roselle Höhenstraße, Roselle hier. Weiß nicht, wen nehmen wir noch mit? So, wir nehmen, weiß ich nicht. Jose. Ja, ich beeile mich ja schon, ist gut. Ich
Wir müssen. Mein Gott, das ist immer die Musik. Wir müssen diese Goblins da erledigen, ne? Mal nach Hitschnee, war so. Ja, zum Glück. Haben wir alles hier nochmal notiert. Da, wo sind die? 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 Ach ja. Bams. Sehr schön. So, Hinterhalt ist egal, dann kommen, glaube ich, mehr Gegner. So. Komm her. Ich muss Pofferma. Ich möchte mal Pofferma einsetzen. Pofferma. Achso, upsala, ich muss auch den Hammer erstmal ausrüsten. Ja. Ja, mit dem muss ich nur so ein paar Mal noch machen, ne? Dann hab ich schon den Dings, den Titel wieder. Ah. Na, komm her. So schnell wir müssen so viel wie möglich töten. Und zwar so schnell wie möglich. Da geht es um Geldding, hatte ich auch noch ausgerüstet, stimmt. Okay, sehr schön. Here's a reward for being such a good boy. Not that I mind being looked at that way. Na, oh Mann. Teleportrikscher. Und Fähigkeitbuch, Absorber. Direkt wieder Sachen gelernt. Okay, ich will gar nicht wissen, was wir jetzt alles gelernt haben. Na, gucken wir mal. Mein Gott. Ja. Ja. Oh Mann. Da sollte ich mal vielleicht ein paar wieder wechseln, damit ich halt nicht wieder vergesse. Zum Beispiel hier. Da, weiß ich nicht. Ja, schon wieder zurückgewechselt. Ist sehr gut. Weiß nicht, hier. Dann. Die beiden. Dann. Die beiden. So. Haben wir schon erledigt? Nee, ne? So, direkt wieder hier Dinge aufsammeln. Wieder Sachen gelernt, jawohl. Machen wir alles, wenn wir hier fertig sind. Jetzt erstmal schnell mich so erledigen, falls wir nicht schon erledigt haben. Ich glaube ja nicht, dass wir jetzt so schnell wie möglich erledigen müssen, aber ja. So, komm her. Du warst doch, ne? Ich hätte vergessen. Warte mal, das sind nicht die richtigen Viecher. Entkommen! Rams. Müssen wir noch erledigen. Diese Schnabelfiecher, warum laufen die denn hier nicht rum? Da, mein Gott. Leck mich doch. Oh mein Gott, wie groß sind denn die? Kannst ruhig ein paar Zauber einsetzen, aber ja. Weil mit ihm sind wir kurz davor, eine Trophäe zu bekommen. Habe ich doch einen richtig geilen Trick herausgefunden, wie man mit Rowan den Zauberschutz spammen kann. Das war immer, indem man die ganze Zeit wie ein Bekloppter hier wechselt, während man einen Zauber abbekommt. Da kriegst du bestimmt so ungefähr 8, 9 oder so zu Versuch. Mein Gott, ist gut. Boah, was? Ist ja in allen Einzelteilen jetzt zersplittert. Verreck! Mein Gott, die hauen aber ganz schön rein, ne? Den Level 31, was? Zack. Sehr schön. Came courtesy of myself and my rather silent partner. I'm getting stronger. An old dog can learn new tricks. Okay, wir lernen wieder wie bekloppt neue Sachen. Ja, das kommt alles am Ende, würde ich sagen.
1000 Schwerter, das klingt schon mal sehr heftig. Jetzt haben wir das alles, ne? Sehen 5 Malachitschnebel, was? Haben wir noch nicht erledigt? Könnt ihr es wagen? Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Ich weiß. Ach, Meron hatten wir noch. Leck mich. Den brauchen wir noch ganz viel. Wieso eigentlich? Ja. Ich soll eigentlich mit Muse lieber so die ganze Zeit machen. Kann ich locker den Titel bekommen. Ah! Ich hoffe, das Spiel ist nicht schon wieder zu laut. Ich tue jetzt eigentlich nichts mehr an den Soundeinstellungen hier rumbasteln. Aber bis jetzt ist immer alles richtig gut klappt. So, dann machen wir den hier. Oh. Nicht schon wieder. So, erledigen. Maxburg hier. Okay. Ich hoffe, da kommen nicht noch sehr viel mehr Aufträge. Okay, da war das, ne? Ne, ich muss den nur einfach nur abgeben, oder? Na, perfekt. Erledigung melden. Gewinngutschein, sehr schön. Jetzt müssen wir damit dein war halt doch nicht an. Ich hoffe einfach schnell genug. Ah. Fällt gerade auf, ich hätte den Briefkasten nachgucken sollen. Ah. Dann fällt mir jetzt das auf. Oh, looks like we have our winner. Congratulations on trouncing the competition. Sehr schön. And now, the moment you've been waiting for, let me grab your grand prize. This is a Bunnykins? Das ist doch eine billige Kopie, was? Vielleicht haben sie uns ja den falschen Preis gegeben. Keine Ahnung. Yes, that has to be it. It's gotta be. I was under the impression the grand prize was a Bunnykins. Exactly, a Bunnykins. And not just any Bunnykins. This is an ultra premium signature series deluxe plus plus handmade limited edition Bunnykins. Any resemblance to any other Bunnykins is purely coincidental. Warranty not valid in Olympias or Risa Maxia. Enjoy your Bunnykins responsibly. Oh. So it is. What? Look, the logo slightly different. Cut the crap, creep. Anybody would think the prize was a real Bunnykins. Oh, no, no, no. Don't be absurd. The real Bunnykins was a limited production run. You're out of luck if you want one now. Which is all the more reason to cherish your brand new Bunnykins. Noch eine pinke Puppe. Können wir es nicht den gegen den Kopf werfen? Is that a text from Luna? Yeah, I told her what we were up to today. She was worried about me. I replied that we won, but that the Bunnykins was a phony. Irgendwo muss doch noch ein Häschen aufzutreiben sein. Das Häschen war vielleicht ein Spiel, aber nicht dein Wunsch, L zu helfen. Ja, komm. Mein Gott, nur gute Sachen. Well said. You have nothing to be ashamed of, young miss. Luna just said the same thing you did. Don't give up. I know Elle will be touched by what you try to do for her. I'll see if I can find a Bunnykins for you. Sounds like you've made a true friend. Yeah, she's probably trying to repay me for that little thing I did. I made her a custom GHS ringtone as a symbol of our friendship. Her phone rings in my voice! Isn't that cool? Ah, like what you have. I wouldn't mind acquiring such a ringtone for my device. Sorry, Rowan. I can't give it to you. It's just for me and Luna. Limited edition? I'm not giving up. I'm going to find a Bunnykins. Ich auch. I'd be a lousy big sister to Elle if I couldn't. It's the grown-up thing to do. Here you are. Did you get any kitty crisps? Yeah, loads of it. Rollo's gonna get fatter than ever. Was? Wird er jetzt fetter werden oder stärker werden als jemals zuvor? Also eins von meinen.
Oh Mann, Ellie, sag doch nicht immer das. So, wir haben jetzt auch das Kostüm aus dem ersten Teil freigeschaltet. Hm. Oh, die Erinnerungen. Sehr schön. Okay. Mal gucken. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Jetzt können wir hier alles mögliche. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was Absorption macht hier von Dingens. Von Muse. KP-Absorption. Fokus ist. Heilungsanteil, das ist nicht schlecht. Oder TP-Schub. Zweiter Arzt 3. Schnelle Explosion. Okay, Kugelregen. Schieß beim Doppelpistolen öfter, indem du X gedrückt hältst. Okay. Okay, was ist heute los? Ich finde irgendwie nie irgendwie das, was ich suche. Kaffeeabsorption. Was? Okay. KP anstatt TP. Das ist irgendwie komisch. Okay, dann machen wir mal. Weiß ich nicht. Immer ist die einzigartigen Sachen. Anstatt hier sowas wie TP schuben, was ich so alles für jeden anderen hier auflevel. Lotterie, das kann ich jetzt wieder einstellen. Jetzt habe ich ja wieder wenig Geld. So, gucken wir mal. Günstige Gelegenheit, das wäre nicht schlecht. Mein Gott, sie hat voll wenig Sachen. Bei ihnen können wir... Er hat auch nicht so viele Sachen. Ja, das wäre nicht schlecht. TP-Schub. So, Elise, sie hat irgendwie die meisten. Habe ich so das Gefühl. Weiß nicht. Krieger 2, nee. Neue Zuversicht, Typo-Meister 2. Beim Wirken und beim Einsatz von Arzt wird Typo immer auf einen stehen. Deine Spottenanimation wird schneller und treibt außerdem nahe Gegner zurück. Okay. Zurückerlangter Geist, hol ich langsam, indem du 3 TP des letzten Schaden zurückerlangst. Das ist alternatives Schwitzen, genau. Das habe ich irgendwie aus Queen aus Versehen freigeschaltet. Und ja, oder habe ich das jetzt? Ich habe es jedenfalls mit Ludgar, glaube ich, aus Versehen freigeschaltet. Da bin ich mal gespannt, was soll das schön deuten, dass die Animation geändert wird. Ich habe keine Ahnung. So, weiß nicht. Gegenschlag machen wir mal. Mila. Macht Ladung, brauchst du noch nicht. Schnelle Ladung ist kacke. Ja, das ist gut. KP Schub 2. KP Schub steht KP vollständig wieder her. Aber es kostet mich der ganze Kram. So, Feuerschutz. Rammgriffsumladung, weiß ich nicht. Hier, TP Schub wieder. Und das war's erstmal. Und 23 Minuten, ja, okay, reicht noch. Sprungabbruch, Bonusverlängerung 2 durch den erfolgreichen, das kann ich nicht. Ja, das haben wir nicht. Ah! Ich glaube, Lotterie habe ich auch wieder ausgestellt, ja. Okay, dann lass mal das mal. Wieder offscreen hier die ganzen Dinger umstellen. Hier alternatives Flitzen. Kann er jetzt lernen? Hat er auch noch nicht gelernt, hä? Ich nicht gespeichert danach oder was? Ich habe keine Ahnung. Luftsprung. Mein Gott. Perfekte Abwehr. Also nicht. Das kann auch was anderes. Überleben. Keine Ahnung, ich tue die ganze Zeit durch die Gegend wechseln. Was das bringen wird, weiß ich nicht. Das war doch, glaube ich, kurz freigeschaltet, oder? Nee. Ja, egal. Klinge, Luftsprung 2. Ich tue einfach irgendwie random hier durchwechseln und ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. So. So, was jetzt? Gucken wir mal hier. Nochmal nach. Erledigung. Ja, jetzt kriege ich es leider nicht mehr in Megablitzschlag. Ja, versuchen wir mal beim nächsten Mal. Hat sich das irgendwie so lohnenswert hier gelohnt? Mein Gott, sie ist schon wieder kurz davor. Ach ja, ich konnte im Erdgeschoss nochmal nachgucken. Einfach bekommen haben. Was aber mit meiner Katze?
Moskito, ja. Gummifischlies, absolute Abwehr. Okay, das ist nicht schlecht für Rowan. Nicht dringliche Abwehr. What? Okay. Wir haben einen Kratzbaum. Warum auch nicht? So, Kämmerler, was? Ach ja, ich habe nirgendwo irgendeine Katze hingeschickt, wo noch Katzen gefunden werden können, weil sonst würde ich die Ausqueen finden und das möchte ich nicht. Kratzbaum, ja. Na gut. Dann, weiß ich nicht. Such mal einen allmächtigen Speicherpunkt. Dann werden wir wahrscheinlich in Schweigelef hier als nächstes. Charakter müssen wir machen. Von welchem Charakter halt auch immer ist, haben wir ja nicht schon gesehen. War nicht Gaius oder so? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.